Hallo ihr Lieben, ich bin seit längerer Zeit mal wieder am wunderschönen Waldteich im Zauberwald und ich habe nicht schlecht gestaunt, denn es hat sich ganz schön hier verändert. Jede Menge sehr hochgewachsene Brennnesseln. Ich kam so gerade noch durch, krass, aber ich hatte es schon befürchtet. Ja, aber wie gesagt, man kommt noch hin. Ich zeige euch das mal eben, ja? Hier erstmal der Teich. Erstens hier diese hohen Gräser mit Blüten. Die waren letztes Mal noch nicht. Die finde ich ja mal sehr schön. Ja, und hier hinter mir Brennnesseln ohne Ende. Zumindest weiß ich jetzt, wo ich meine Brennnesseln noch pflücken kann. Denn hier ist nicht direkt die Autobahn. Zwar die Schnellstraße nebendran, aber die ist ja nicht ganz so wild. Außerdem sind ja hier die ganzen Bäume davor. Die halten auch noch ein bisschen was ab. Ja, wie es aussieht, bekommen sie auch schon den ersten... Moment. Samen. Daraus kann man was Tolles machen. Ein tolles Topping für den Salat. Und da sind ja noch mehr Nährstoffe drin als in den Brennnesselblättern. Und es schmeckt auch sehr lecker. Einmal habe ich das mal gemacht. Krass. Ein Brennnessel-Urwald. Wenn ich hin und wieder Müll hier wäre, ja, das Übel wie immer. Ja, wenn wir nicht so kleine Mülltonnen hätten, dann würde ich echt mal Müll mitnehmen. Ich hatte das schon ein paar Mal im Kopf, Müll mitzunehmen, wenn ich welchen sehe. Also hier sieht man permanent welchen dauernd. Ja, aber ich wüsste gar nicht, wohin damit. Das ist das Problem und... Mit der Hände aufsammeln ist auch nicht so ideal. Ich habe mal vor einiger Zeit in einem Laden, ich weiß nicht mehr, wo das war, beim Kick oder Teddy oder so, da habe ich mal solche, ja, wie nennt man die, solche langen Klammern, die man in der Schule früher hatte, um Müll aufzuheben. Die gab es da zu kaufen. Da habe ich noch damals überlegt, ob ich mal so eine kaufen soll. Aber mir fiel da gar nichts ein, was ich damit anfangen soll. Ja, jetzt wäre ich froh, wenn ich eine hätte. Dann könnte ich hier zumindest den Müll damit aufheben. Das wäre dann hygienisch und man müsste sich nicht für jedes Teil bücken. Ja, aber eben, wohin damit? Ich wüsste echt nicht, wohin. Ich habe sowieso schon zu Hause ein Müllproblem. Und wie ihr wisst, habe ich mich ja... Ja, also die meine Videos kennen bis jetzt, habe ich mich ja... von einem Meerschweinchen zumindest getrennt, also von meinen vier, damit ich etwas weniger schmutzige Streu habe, weil ich nämlich auch nicht weiß, wohin damit. Jo, schade, echt. Würde ich echt gern den Müll hier aufheben und entsorgen. Vielleicht habt ihr eine Idee, wo ich mit dem Müll hin könnte, den andere hier hinterlassen haben. Zumindest wäre es dann hier schön, wenn ich wieder hier hinkomme. Das wäre toll, wenn ihr da vielleicht einen Tipp für mich hättet. Hier ja auch Flaschen, Dosen und Plastik vor allem braucht ja ewig, bis sich das zersetzt. Also es ist echt unmöglich. Da hinten auch nochmal. Ja, kann man nur die Natur so verschandeln. Kann es echt nicht verstehen. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich hier durchgelaufen bin. Also hier sind schon welche durchgegangen, das sieht man. Jetzt sage ich Gott sei Dank, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr durchgekommen. Dadurch ist hier, ja, wie so eine Schneise, durch die man einigermaßen laufen kann. Wahnsinn, ne? Die sind bald so hoch wie ich. Ja, ich schätze mal so... Ist nicht 1,60 hoch?
oder auch 1,70 sogar. Krass. Brennnesselparadies. Echter Hammer. Aber wer das hier nicht weiß oder nicht kennt, der läuft daran vorbei und denkt, ach, da ist eh nichts dahinter oder da komme ich eh nicht durch. Das ist schon mal super. Nur Eingeweihte wie ich wissen das. Aua! Ah! Ja! Vorhin auch schon. An meinen Beinen unten. Da, wo die Hose aufhört. Ai! Dankeschön! Sehr nett von euch. Ja. Bin ich schon gewöhnt. Nicht so schlimm. So, dann gehe ich jetzt mal zu dem kleinen Teich nochmal. Will mal sehen, ob sich da auch so verändert hat und ob man da noch hin kann. Auch hier total verändert. Richtig dunkel. Schon von den Bäumen hier oben schwer zugewachsen. Unten auch jede Menge Brennnesseln. Krass. Erkenne ich gar nicht wieder. Hier hinten erst. Da muss ich jetzt mal hin. Oh. Wahnsinn. Ach, schade. Kommt gar nicht mehr durch. Der Hammer. Alles Brennnesseln. Bis hinten hindurch. Krass, oder? Das ist echt heftig. Ja, da unten ist das Wasser. Aber kein Hinkommen mehr möglich. Schade, gerade in den Sommermonaten wollte ich gerne mal ab und zu an den Teichen sitzen. Naja, man kann halt nicht alles haben. Ne? Dann gehe ich mal weiter. Ich sitze hier mal wieder in dem kleinen Park, diesmal aber auf der anderen Seite, da wo ich mal mit dem Hund Jessie, den ich hin und wieder mal betreue, war. Ja, es ist doch wärmer als ich dachte. Heftig. Boah, bin echt am Schwitzen. Aber lieber so als anders, ne? Wir wollen ja mal nicht jammern. Ja, das Gute ist, hier in der Mitte des Parks, zeige euch das mal, da wurde das Gras nicht gemäht und da hat es jede Menge Löwenzahn. Da werde ich gleich mal wieder etwas pflücken für meine Meerschweinchen. Ne? Ja, ich habe gerade sehr gut mit meinem Sohn zusammen, also sehr üppig Mittag gegessen. Ich hatte seit langem mal wieder Kartoffelsalat gemacht. Da hatte ich so Appetit drauf. Früher haben wir das immer mit Ketchup gegessen. Das haben wir so geliebt. Aber das ist ja mega ungesund. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir das diesmal anders. Und dann habe ich frische Tomaten gekauft und habe die einfach mit reingeschnippelt anstatt Ketchup. Den Ketchup haben wir weggelassen. Und es hat uns beiden auch so geschmeckt. Ja. Und ich habe im Kopf, wenn ich gleich wieder zurück bin, also wieder zu Hause bin, mal sehen, wenn ich nicht zu müde bin, noch ein paar, also einen kleinen Teig, vegane Dinkelwaffeln zu backen. Also die Hälfte von einem Teig, da wir eh nicht viel davon essen. Ich habe richtig Lust auf was Süßes noch heute. Immer an den Wochenenden kriege ich so Gelüste auf, ja, Schokolade oder Kuchen. Das stammt wahrscheinlich noch aus der Vergangenheit, da ich früher an den Wochenenden meistens was gebacken hatte. Das habe ich mir ja schon weitestgehend abgewöhnt, aber hin und wieder bekommt es mich schon noch mal und ich backe auch noch mal was. Ja, aber das ist ja auch okay. Oder? Ich finde, man sollte auch mal mit seinen Gelüsten hin und wieder mal nachkommen oder nachgehen. Oder wie siehst du das?
Das macht das Leben ja gar keinen Spaß. Ja. Zumindest backe ich tierleidfrei. Das ist ja auch schon mal was, ne? Ja, mal sehen. Wenn ich, wie gesagt, noch Lust habe. Falls ja, dann zeige ich euch nachher mal meine veganen Waffeln, wenn sie fertig sind. Vielleicht auch zwischendurch schon mal, wenn ich den Teig gerade vorbereite. Mal sehen. Ich will es aber nicht versprechen. Ach, schön. Noch ein bisschen Vitamin D tanken. Vitamin D3. Herrlich. Eben liefen vor mir jede Menge Leute, alle mit Kutten an, also Männer, hatte jeder einen Hund und die Hunde sahen fast alle gleich aus. Also sahen aus so, ja, wie Wolfshunde. Richtig coole Tiere. Die wollte ich eigentlich filmen, aber ich habe die Kamera zu spät rausgeholt. Da waren sie schon weg. Sonst hätte ich sie euch mal gezeigt. Naja, auch nicht schlimm. Ich hatte mir so fest vorgenommen, heute kein Video draußen zu drehen. Ich wollte das Handy eigentlich auch zu Hause lassen. Ich habe es aber dann doch mitgenommen, weil ich nicht zu lange draußen bleiben möchte. Da ich ja, wie gesagt, eventuell noch die Waffeln backen möchte, was auch nicht zu spät werden soll. Mein Sohn hat zwar jetzt 3 Wochen Ferien, aber trotzdem. Ja, aber wie man sieht, habe ich das Handy wieder mal mit dabei und kann es wieder mal nicht lassen, den nächsten Labervlog zu drehen. Es macht halt einfach so Spaß. Jetzt kriege ich langsam einen lahmen Arm, da ich mein Handy-Stativ natürlich wieder mal nicht dabei habe. Deswegen beende ich das jetzt erstmal hier. Ich laufe mal jetzt noch eine Runde hier. Das heißt einmal rund um den Park. Da kann man einmal so rundrum laufen. Da es nicht weit zu dem Park hier und auch zum Waldteich ist, mit dem Auto. Also, das heißt im Auto. Ich bin im Auto dahin gefahren und dann ist es zu Fuß nicht mehr weit zu diesem kleinen Park. Und ja, das lohnt sich gar nicht, deswegen möchte ich mich noch ein bisschen bewegen. Ne? Und danach, achso, dann pflücke ich noch ein bisschen was und dann mache ich mich mal wieder auf den Heimweg. Und dann, wie gesagt, backe ich eventuell noch Waffeln. Ich muss euch eben noch was zeigen, was ich hier gerade entdeckt habe. Schaut mal, wie wunderschön. Das sind Kleeblüten oder Kleeblumen. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Oder habe das Gefühl, dass ich die noch nie gesehen habe. Habt ihr die schon mal gesehen? Die sind ja wunderschön. In einem tiefen Weinrot. Das kann man jetzt per Kamera wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Wow. Ob die Meerschweinchen die auch fressen dürfen? Weiß ich nicht. Aber es hat auch jede Menge Klee hier ohne. Nee, Moment. Nein, das sind keine Kleeblüten, sag ich. Das ist irgendwie eine, obwohl, ich dachte immer, das hier sind die Kleeblüten. Sind sie doch auch. Oder es gibt verschiedene. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das auch Kleeblätter. Aber die sehen ein bisschen anders aus. Die sind am Stiel mehr oder weniger dran gewachsen. Und der normale Klee hat nämlich einen eigenen Stiel. Ja, das ist eine andere Kleeart. Aber schön, ne? Wunderschön. Wow. Ja, auf sowas hätte ich früher nie geachtet. Ja, darauf achtet man, wenn man bewusster durch die Welt geht. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe mein Woll-T-Shirt ausgezogen, habe ja noch was drunter, da mir echt zu warm war. Und ich habe bereits angefangen mit den Dinkelwaffeln, habe eine Bio-Zitrone gerieben und den Saft davon in einen Topf reingefüllt
Da mir zwei Keramikschüsseln kaputt gegangen sind und ich ja in Kunststoffschüsseln nicht mehr backen möchte. Aber das geht im Topf genauso. Jo, und man braucht eigentlich 1050er Dinkelmehl, das hatte ich jetzt auch nicht da, sondern das 630er und Vollkorn. Und die beiden habe ich jetzt einfach gemischt. Und die kommen jetzt da drüber. Ne? Ja, hier ist die Zitrone, die abgeriebene und der Saft. Und hier das gemischte Dinkelmehl. Das Rezept ist übrigens von küchengötter.de. Das verlinke ich euch unten in die Infobox dann, wer die Waffeln mal nachbacken möchte. Ne? So, anstatt einen Esslöffel Mohnsamen, den ich auch nicht da habe, habe ich jetzt einfach einen Esslöffel Erdmandeln gemahlene mit reingegeben. Und anstatt 80 Gramm Agavendicksaft, da habe ich auch nicht mehr viel von, habe ich jetzt 50 Gramm Ahornsirup genommen. Ich nehme immer weniger Süße in jedem Gebäck oder Kuchen, was ich backe, weil ich finde, dass es unnötig ist, so viel davon zu nehmen, ist auch nicht so gesund. Ne? Jo, ist echt easy zu machen, der Teig. Geht ruckzuck. Ja, jetzt das Ganze einfach im Schneebesen gut verrühren. Upsala. Ich habe geschlabbert, aber auch nicht schlimm. Das Waffeleisen habe ich auch schon angeworfen. Es raucht allerdings. Jo, ich hoffe, es funktioniert noch. Ist schon recht alt und ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Hoffen wir das Beste. Ich hatte mich gerade eben gewundert, warum der Teig so trocken ist. Ja, weil da nämlich noch mehr dazu gehört. Also noch ein bisschen Natron habe ich jetzt auch eingegeben. Ein Esslöffel Öl und eigentlich Dinkelmilch. Da ich Reis trinke oder Reismilch aber liebe und die auch da habe, habe ich mich jetzt für die entschieden. Ich denke, das schmeckt genauso gut. Und jetzt wird das Ganze auch langsam cremiger. Ich habe ja noch ein bisschen übrig. Das rühre ich jetzt alles schön unter. Jo, und dann kommt es in das Waffeleisen. Lecker! Ich freue mich schon. So, die erste Ladung Teig ist im Waffeleisen. Und dann wollen wir mal sehen, ne? Ich habe echt schon ewig keine Waffeln mehr gebacken. das duftet schon. Die ist bald fertig. Ist zwar ein bisschen klein geraten, ja. Bei der zweiten mache ich ein bisschen mehr Teig rein, aber das macht ja nichts. Und dazu gibt es lecker Himbeeren. Muss ich noch ein bisschen antauen lassen. Diese Himbeeren sind aus dem Penny, also ich hole hauptsächlich die Himbeeren nur noch, also die gefrorenen Himbeeren nur noch beim Penny. Da das einer der wenigen oder da sogar der einzigste Laden ist, bei dem es die Himbeeren in einem Karton gibt und nicht in Plastik. Das finde ich ja mal genial. Jo, die sind nämlich da lose drin, ganz ohne Plastik. Wer es noch nicht weiß, ne? So, ich habe fertig. Sind super gelungen. Ja, und ich habe jetzt doch die ganze Portion an Teig gemacht, da ich morgen Nachmittag für ein paar Stunden bei einer Bekannten bin. Dann habe ich schon ein leckeres kleines Mitbringsel. So, dann war es das jetzt für heute. Dann lasst es euch gut gehen. Ich genieße jetzt meine Waffel. Und sage mal, bis bald.